Dum, dum, dum. Quick-Tipp! Hallo und herzlich willkommen zum Moon Talk Quick Tipp. WrestleMania, jawohl. Und derjenige, der heute bei mir ist, der wird nicht in der regulären Ausgabe dabei sein. Deswegen mache ich jetzt mit ihm zusammen nochmal den Quick Tipp und werde meine Tipps dann natürlich übernehmen dann in der regulären Ausgabe. Hallo Isco. Hallo. Ja. So heiß auf Mania. Okay, vergessen wir das. Das war jetzt eine blöde Frage, aber obligatorisch trotzdem. Wir wollen noch mal kurz auswerten, wie der aktuelle Stand ist. Oh, ihr habt ja. Die letzten beiden Tippspiele wurden ja noch nicht ausgewertet, schändlicherweise. Ja. Wir hatten bei Elimination Chamber, da habe ich 4 Punkte gemacht, ML und du jeweils 3. Und der King hat da abgeräumt mit 5 Punkten, bekommt noch einen dazu und hat 6 Punkte. Ganz anders sieht das schon bei Fastlane aus. Da ist King nämlich letzter mit 3 Punkten. Oh. ML und du wieder Gleichstand mit 5 Punkten. Ja. Und ich habe tatsächlich mit 7 Punkten hier relativ gut abgeräumt, habe noch einen Bonuspunkt und damit 8. Ja, und hätte ich hier auf Reigns getippt, dann hätte ich sogar gesweept. Wahnsinn. Ja, bin ich fast ein bisschen stolz drauf. Der Zwischenstand aktuell, du mit ML natürlich gleich auf mit 15 Punkten jeweils. Ich habe den King gut eingeholt, bin jetzt bei 22 und der King führt nur noch mit einem Punkt, also 23 Punkten. Ja, mal sehen, ob ich ihn noch überholen kann. Vor was? ML und ich haben nur 15 Punkte? Ja. Da sind wir ja, oh Gott, okay, cool. Ja. Also, ja, strengt euch ein bisschen an. So. Vielleicht schon jetzt. Vielleicht schon jetzt. Okay, legen wir los. Leichte Überlänge ist möglich, weil es auch eine etwas größere Karte ist, aber wir versuchen es mal. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Matches zähle ich. Und wir legen los mit der Andre the Giant Memorial Battle Royal. Wer wird Cesaro, Big Show und Baron Corbin folgen, sinnvollerweise? Hast du eine Idee? Nö. Ich tippe aber einfach mal auf... Also normalerweise würde ich auf Apollo Crews tippen. Ja. Damit man dem einfach irgendwas gibt. Aber ich glaube, dass Kane hier noch reinkommt und das Ding einfach mal holt. Kane, ja, das ist eine gute Idee. Ein Risikotipp. Ja, ich weiß nicht, was ist denn so der offizielle Favorit? Das ist, glaube ich, hier Braun Strowman, oder? Big Show schon wieder. Ach, Braun Strowman ist da drin. Ja, Braun Strowman. So. Dann nimmst du Braun Strowman, ja, gut, zack. Habe ich übersehen. Dieses komische SmackDown 10-Man-Tag, ich glaube, da hat Mojo Rawley den siegreichen Pin geholt, aber das will ja nichts heißen. Nee. Die komplette SmackDown-Tag-Team-Division ist da irgendwie drin versammelt. Und ja, was will man da jetzt machen? Ja, Braun Strowman, zack. Ja. Nächstes Match, oder? Muss mir jetzt festlegen, ne? Ja, gut, nehme ich auch. Gut. So. Ja, das ist... Auch hat zwar nicht, aber egal. So, Cruiserweight-Title. Neville verteidigt gegen Austin Aries. Und verliert den Gürtel. Das sage ich auch. Wobei es für mich nicht so eindeutig ist. Nee, das werde ich dann in der Ausgabe erklären, warum. Ja, mach das mal. Für mich ist es auch nicht eindeutig, weil Neville ist doch gut dabei gerade, oder? Eben. Deswegen. Und Aries ist ein alter Hase, der hätte wahrscheinlich kein Problem damit. Und die beiden kennen sich ja auch schon. Gut. Wird ein gutes Match, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Raw Tag Team Title, also der echte WWE Tag Team Title in einem Triple Threat Ladder Match. Da verteidigt der Club gegen Soft und gegen Cesaro. Ach, Ladder Match sogar. Ja, wurde jetzt gestern oder vorgestern erst bekannt gegeben. Ach so. Ja, ich tippe auf Team Soft. Die holen sich einen Titel hier. Feel Good Moment bei Mania. Ja, klingt ganz gut. Ja, ich glaube, Cesaro sind nur drin, weil die noch mit auf die Karten mussten. Ja. Ja. Ja, das sage ich auch. Ach Mann. Also so. Ich merke gerade, es macht keinen großen Unterschied, ob man aus dem Bauch heraus oder ob man doch länger überlegt. Das habe ich mir nämlich noch vorgenommen, aber ich glaube nicht, dass mir noch was Besseres einfällt. Mixed Tag Team Match. Nikki Bella und John Cena gegen Maryse und The Miz.
Ja, da tippe ich natürlich auf John Cena und Nikki Bella. Ja. Einfach für den Feel-Good-Moment. So, Sina, Bella. So, warte. Und ich hau jetzt hier mal einen raus. Ich werde hier auf die Heels tippen. Oh, dann schon der zweite Sieg von The Miz gegen John Cena bei WrestleMania. Ja. Könnte Na sein. gut. Und den Feel-Good-Moment gibt es, glaube ich, hinterher. Ach so. Aber das kann man ja an anderer Stelle nochmal diskutieren. IC-Title-Match. Eigentlich das einzige Match auf der Card, was mich überhaupt nicht interessiert. Dean Ambrose verteidigt gegen Baron Corbin. Titelwechsel. Echt? Ja. Okay, ich tippe hier auf den Diener. So, okay. Meinst du, der IC-Title kann Corbin retten? Ich weiß ja nicht, was der macht. Ja. So. Ja, nix. Ja, wie So, immer. SmackDown Women's Title. Ist jetzt Ja. offiziell eine Six-Pack-Challenge. Also es hieß ja gegen den kompletten Kader, außer Maryse und Nikki Bella natürlich. Aber jetzt kam Naomi zurück und deshalb ist es jetzt eine Six-Pack-Challenge. Alexa Bliss verteidigt gegen Becky Lynch, Carmella, Mickie James, Naomi und Natalya. Ja, Nelly hat nichts zu melden. Mickie James wird erstmal auch nicht Championess, denke ich. Carmella, keine Ahnung. Becky Lynch, nee, will man nicht. Alexa Bliss wird den Titel hier aber mit Sicherheit verlieren. Deshalb tippe ich auf Naomi. Ja, sage ich jetzt auch. Es ist auch ihre Hometown. Das spricht auch noch sehr dafür, vor allem weil das dann WrestleMania Moment ist und weil der letzte Title Run ja sehr untergegangen ist und sehr dramatisch endete. Gut, ja, dann praktisch das gleiche nochmal, nur mit zwei Damen weniger und um den echten Women's Title. Bayley verteidigt gegen Charlotte Flair, Nia Jax und Sasha Banks in einem, Achtung, Elimination Match. Ja, und ich tippe auf. Ach, tippe mir Eliminations? Nein, ne? Nein, nein, um Gottes Gut. Willen. Ich tippe auf The Boss. Aha, okay. So, dann, also Nia Jax auf keinen Fall. Die hat den Gürtel nämlich hochgehalten bei der Go Home Raw und das ist immer ein sicheres Zeichen, dass sie Oh nicht ja, gewinnt. auf jeden Fall. Das ist schon mal schlecht. Sascha ist eine gute Idee. Ich glaube, Charlotte hätte auch noch Chancen. Ich tippe das jetzt einfach mal, weil. Oh Mann. Weil, ja, weil Charlotte, 16-Time Women's Champion werden soll. ja, genau, erstmal das und sie wurde auch bei Raw gepinnt in dem Tag. Oder beziehungsweise wurde submitted sogar, ich weiß es gar nicht. Wenn ich das richtig Okay. in Erinnerung habe. Keine Ahnung. Gut, okay. Bailey könnte natürlich auch einfach verteidigen und dann kommt Sasha Banks und haut sie dafür. So. Ja. So. So. AJ Styles gegen Shane McMahon. AJ Styles. Ja. Befürchte ich auch. Eindeutig. Sei denn, Shane hat irgendjemanden in der Hinterhand, aber wir sind nicht 99, sondern leider Big 2017. Show vielleicht. Ja. Paul White Ja. kehrt zurück mit langen blonden Haaren und hilft hier Shane. Deshalb lässt er sich auch den Bart so lang wachsen, damit er das auf das Haar implantieren kann. Ja, genau. Ins Haar. Was ist eigentlich mit Schön. Jack? Naja, egal. Das war wohl nix. Nee. So, United States Championship. Chris Jericho verteidigt gegen Kevin Owens. Ja, ich habe jetzt zwar Kevin Owens stehen, aber ich tippe einfach mal dreist auf Chris Jericho. Der behält den Titel und verliert ihn einen Tag später oder so. Auf KO. Ich kann mir Du nicht vorstellen, auf. dass Kevin Owens den United States Championship hält. Warum denn nicht? Der ist das World Title Material. Ja, aber. Nein, ich tippe hier auf Jericho und dann verliert den nach Eingreifen von Owens bei Raw gegen, weiß ich nicht, gegen irgendwen. Na, mal sehen.
So, Den neuen non-sanctioned. Nakamura oder so mal Oh drin. ja. Non-sanctioned Match. Seth Rollins gegen Triple H. Ja, ich tippe hier auf Triple H. Gut, und ich auf den Seth. So. Ja, drei Matches haben wir noch. Undertaker gegen Roman Reigns. Ja, macht natürlich der Undertaker, um seine Streak fort zu. Ah, nee, hat er ja gar nicht mehr. Macht trotzdem der Undertaker. Obwohl, ich könnte denen auch zutrauen, dass die Roman Reigns hier gewinnen lassen. Scheiße. Nee, ich tippe auf den Taker, weil ich das sehen möchte. So. So, und jetzt hau ich einen raus. Du tippst auf Roman Reigns. Reigns. Echt? Ja. Mein Gott. Du Idiot. Die werden nicht aufgeben. Absolut nicht. Außerdem brauchst du pro Mania mindestens einen großen Heelsieg. So, weißt du, so ein Schocker einfach. Ja, schön, aber wenn die, also ganz ehrlich, die wollen nicht aufgeben und dann wollen die Reigns hier den Sieg geben, danach ist er doch noch weiter unten Ja. durch als jetzt schon, oder nicht? Ja, der Take retired. Nach einer Niederlage gegen Roman Ja, Reigns. gut, wenn ich noch was umschmeiße, dann sage ich das in der regulären Ausgabe. Dann Ja, zählt okay. das natürlich, ne? Aber im Ja. Moment so aus dem Bauch raus, Ist klar. ja. Okay. Universal Championship Match. Total wichtiger Titel. Ja. Der heilige Gral, wie ja Paul Heyman gesagt hat. Goldberg verteidigt gegen Brock Lesnar. Wer sagst du mal zuerst? Okay. Ja, stimmt. Ich habe immer dich zuerst gefragt. Eigentlich muss es Lesnar machen. Aber du tippst auf den Aber Goldberg. nee, ich tippe auf Lesnar. Ach, das wäre wieder ein großer Heel-Sieg. Ne? Ach, Mist. So, Ich ja. tippe auf Brock Lesnar. Ja, das wäre sonst wirklich ein Witz. Ja. Also dann steht zwar nur 2-1, aber dann hat er wenigstens diesen komischen Papiertitel. Genau. Ja, das ist doch gut. Den ich mir auch letztens selber gebastelt habe, der genauso viel wert ist. Ja. Ich habe echt mal so ein Stück Wellpappe genommen, zugeschnitten, bemalt und dann da so an den Seiten so ein Gürtel durchgezogen. Ja. Sah gut aus. Glaube ich hier. Main Event. Um den Der beste Main Event seit 25. Bray Wyatt verteidigt gegen Randy. WWE-Titel natürlich. Orton. Orton hat das Haus von Bray Wyatt angezündet und ist auf dem Grab von Sister Abigail rumgelaufen und was weiß ich. Und dann hat Bray Wyatt so eine Kelle genommen mit einem X drauf und hat das vor Orton gestellt. Ja. Und das ist jetzt die Fehde. Darf ich noch was umändern? Natürlich. Ich tippe, dass Neville den Titel behält. Okay. Und Ja. im Main Event tippe ich hier auf Titelwechsel. Randy Orton wird neuer WWE Champion. Da tippe ich auf Bray Wyatt. So. Oh Gott, ich habe ja jetzt die letzten drei nur Heelsiege und davor auch. Ich habe viele Heelsiege, stelle ich gerade fest. Eieiei. So, wie gesagt, ich werde das dann nochmal. Es zählt dann das, was ich in der regulären Ausgabe sage, ne, für unser Tippspiel. Puh. Okay, das war's schon. Ich danke dir Ja, und immer gerne. viel Spaß bei Mania. Ja, danke. Du guckst ja zum Beispiel auch Hall of Fame und sowas, ne? Ja, Also klar. so ein bisschen kannst du dann ja vielleicht bei gegebener Stelle dann nochmal erzählen, wie du was fandest. Ich werde mir mit Sicherheit auch WrestleMania angucken, aber Aha. nicht live. Ich muss arbeiten. Das ist Mhm. auch schön. Das ist schön, ja. Und dann vielleicht am Tag danach. Mal sehen. Ja. Gut. Dann Schön. danke sehr. Danke Ja. fürs Zuhören und die ausführliche Diskussion natürlich in der 465. Bis dahin und tschüss. Ich sag auch bis dahin und tschüss. Und natürlich auch bis zum nächsten Moon Talk zockt, euer Isco. Dum, dum, dum. Quick tip.